So, herzlich willkommen zurück zu meinem Blood Let's Play. Und ja, ein dickes Sorry nochmal wegen letztes Mal, ne, nach wie vor. Und ich habe jetzt mal auf Soundblaster 16 umgestellt statt Soundblaster Pro. Denn ich war immer die ganze Zeit der Annahme, dass die Soundblaster Pro, die bessere Karte ist und nicht 16. Irgendwie hatte ich das vollkommen falsch. Dem ist aber ja nicht so. Die Soundblaster Pro unterstützt nur 8-Bit-Sound und die Soundblaster 16, wie der Name schon sagt, 16-Bit-Sound. Warum kriege ich diese verfickte Tür nicht mehr auf? Das weiß nur der Wind, aber ich kriege sie gleich noch auf. So. Wie ihr das gerade hören könnt, wir müssen jetzt einen Bossfight machen. So. Bitter, bitter. Aber wir müssen. Aber ich habe, wie erwähnt, letztes Mal den guten Stand geladen. Aber selbst wenn er schlechter ausgefallen wäre, ich hätte so oder so den genommen. Wir wollen ja weitergehen. Ich wollte euch ja nur beim letzten Mal das Level präsentieren, wo ich ja doch ein bisschen aggressiver vorgegangen war. So. Das Level habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Nein, so gar nicht. Aber wir machen das schon. Ich glaube, ich kann schon mal die Tesla rausholen. Oh, die hat gar nicht so viel Munition. Ja, ich bin nicht ganz blöd, ne? Durchzwingen, okay. Oh. Scheiße. Hm. Oh. Das sind ein paar. Mehrere. So. Okay. Nee. Das machen wir jetzt so. Ach, bin ich noch nicht gespeichert. Das müssen wir jetzt erstmal zuerst machen. 7. So. Zack. Ach. Das sehe ich jetzt nicht ein. Nein, das sehe ich nicht ein. Weil ich jetzt so vergesslich bin. Das geht nicht. Ah. Arschgesicht. Boah, das nervt die Viecher. Aber ich will die Tests noch nicht daran benutzen. Weil jetzt entfällt das. Alter, die sind definitiv zu stabil. Es will mir irgendwie nicht so gefallen, dass sie so stabil sind. Lustig. Ach, die scheiß Tür oder was? Ich glaub's hier einfach nicht. Diese scheiß Tür. Irgendwie besser besiegen irgendwo. Dinger nerven ja schon ein bisschen. Hier ist Tesla Munition.
Hals, ne? Sehr gut. Tot, tot. Sehr gut. So, da kommt gleich der Boss. So. Oh, du hast was Schönes hinterlassen. Das ist sehr gut. So. Oh, da kommt er. Der ist gefährlich, der Süße. Der schießt nämlich. Locked. Mit Raketen, soweit ich weiß. Und nichts mit zu verwenden, ne? Ja, ihr hört es schon. So. Soll das so sein, dass die Ammo nicht runtergeht? Ist das Vieh denn überhaupt da? Shit. Ich will mich selbst verletzen, nicht für das Vieh töten. Sehr gut, ich glaub's dir, dass du da bist. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so viel bringt. Aber Tesla, das ist bestimmt eine voll coole Sache. Schön hier oben bleiben. Oh, genau unter mir. Oh, das ist schon ein... Das ist schon ein Moral, down. Ja, das ist der Fall. Also halt, ist halb so wild. Das ist eine schöne Ecke hier. Hier bin ich schön sicher. Mann, bist du doof. Ja, wir haben die dritte Episode geschafft. Coole Sache. Jo, das brauchen wir uns nicht alles nochmal neu angucken. Ja. Aber wie man auch gesehen hattet in meinen Neuaufnahme von Level 6, ne, man kommt da ja wesentlich schneller durch, wenn man denn will, ne? Obwohl wir dafür jetzt ja auch nicht so ewig gebraucht haben für den Endboss. Ich meine, der hat sich jetzt so richtig schön leicht besiegen lassen, weil er immer hin und her gelaufen ist, also... Hat ihn in eine schöne, gute Position gehabt. Also dadurch war er natürlich schön einfach. Es war wirklich sehr einfach. Ne? Man musste eigentlich nur da oben bleiben. Der war wirklich wesentlich einfacher als der Episode 1 Boss. Ne? Wobei Shiel ja auch ein Witz war mit unserem Remote TNT. Ja. Aber da war wenigstens noch gefordert, auf diese Idee zu kommen, ne? Aber bei diesem Boss jetzt hier, das war ja wohl ein Witz. Da wusste man ja eigentlich nur mit der Tesla schießen, dann hat sich das erledigt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was... Ah ne, natürlich weiß ich das natürlich. Chernobog oder wie das Typ hieß, der Hauptboss kommt ja dann. Ja, das könnte ein bisschen spannender werden, weil der zieht, glaube ich, ganz gut.
Wie auch immer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's mit Episode 3. Sehen wir uns das nächste Mal mit Episode 4 wieder. Bis dann. Bye, bye.